So I think good behavior is in good behavior geht es ums Menschsein und vor allem darum, ein guter Mensch zu sein. Nur, dass wir das Ganze aus der Perspektive einer Verbrecherin und eines Auftragskillers sehen. Jeder Episodentitel entstammt einer Dialogzeile. Aber deine Schüler sind bestimmt mächtig beeindruckt, dass du schreibst. Nein. Nein, die halten mich für eine total langweilige Englischlehrerin. Wir vergeben keine Episodentitel, ehe das Drehbuch nicht fertiggeschrieben ist. Erst dann sucht sich der jeweilige Autor seine Lieblingszeile aus. Der Pilot heißt also doch keine Englischlehrerin. Das habt ihr erst entschieden, als wir beim Vorsprechen waren. In London, ja. Du hast die Hände oben, eine Shotgun im Rücken. Nicht umdrehen und nicht bewegen. Lass die Waffe fallen. Wenn du bei deinem Vorsprechen nur mit dem Rücken zu ihr stehst, entsteht keine Verbindung. Deswegen mussten wir uns überlegen, wie du dich umdrehst und was du sagst. Du bist keine Englischlehrerin. Es beginnt damit, dass Lady Hotelzimmer ausraubt. Und dabei bekommt sie zufällig ein Gespräch zwischen einem Auftragskiller und dessen Kunden mit. Ein Drink? Sie werden Ihre Frau Daphne vor dem Waschbecken finden. Mit gebrochenem Genick, als wäre sie nach dem Duschen ausgerutscht. Sowas passiert dauernd. Nachdem sie mit all ihrer Beute entkommen ist, muss sie wieder mit ihrem Bewährungshelfer sprechen. Und erst dahinter fragt sie das Ganze. Wenn Sie jemanden am Straßenrand sehen, der eine Panne hatte oder einen Unfall oder so, würden Sie anhalten und helfen? Ist Ihnen jemand begegnet, der Hilfe braucht? Vielleicht. Und haben Sie geholfen? Ich kann etwas Gutes tun und dieser Frau das Leben retten. Das ist das Verrückte an Lady. Anstatt mit den Drogen oder dem Stehlen aufzuhören, entschließt sie sich, diese Frau zu retten. Besser geht's nicht. Gleich kommt ein Mann, der sie umbringen will. Der Moment, in dem Javier sie am Ende überfällt, hat mich schon im Drehbuch geschockt. Und auch als ich es dann gesehen habe, es hat mir echt Angst eingejagt. Man denkt natürlich, dass du sie töten und das Geld zurückholen wirst. Aber du tötest sie nicht, sondern gehst zum Tisch und machst so. Meticulously. Getting rid of every bit. Du nimmst jedes Krümelchen Meth und entsorgst es. Das sagt so viel über deine Figur aus. Es tut mir leid, Lady. Aber du arbeitest jetzt für mich. Und ab da geht die Serie richtig los.